Und damit herzlich willkommen am Montag in einer neuen Schicht. Heute fahren wir RE1, nicht mit dem, schön wär's, sondern mit dem Desiro HC. Von Berlin nach Magdeburg, dann als Gast zurück nach Brandenburg und dann wieder hierhin nach Berlin. Was ich auf dem Weg erlebe und einen großen Teil eurer Fragen beantworte ich und erzähle ich in diesem Video. Schön, dass ihr dabei seid. So, damit haben wir Magdeburg Hauptbahnhof erreicht. Kann man da sehen. Genau. Und zu euren Fragen kommen wir gleich. So, mittlerweile sind wir schon durch Güsen durch auf dem Weg nach Brandenburg an der Havel, wo ich den Zug wieder übernehme Richtung Berlin. Und es ist Zeit für eure Fragen. Und zwar kommt die erste von Eisenbahn und Co. Es würde mich mal interessieren, was ihr alles für Sonderansagen habt. Das mache ich zu Hause. Ich habe das abfotografiert und dann kann ich dazu in Ruhe was sagen. Also das machen wir nachher noch. Dann hat Undefined Soundscapes geschrieben. Lass mich mal gucken. Also er als Simulatorfahrer hat sich immer gefragt, wie ein Triebfahrzeugführer seine Konzentration auf der Strecke behalten kann. Manchmal geht das ja über Stunden. Und dass einem da Gedanken durch den Kopf gehen und man mal abgelenkt ist, was natürlich nicht passieren darf, passiert jedem, bekommen wir dahingehend eine entsprechende Schulung. Die ganze Ausbildung ist quasi die Schulung dazu. Du hast ja erstmal diesen ganzen theoretischen Teil, in dem man dir schon davon erzählt, was da auf dich zukommt. Und dann irgendwann gehst du auf den Zug und fährst den selber, schon eigentlich von der ersten Sekunde, wo du da vorne ankommst. Und du bist von der ersten Sekunde an so fokussiert auf das, was du da tust, dass das von Anfang an in deine DNA übergeht. Wird mir auch von befreundeten Flugzeugpiloten immer gesagt, sie könnten das nicht, was wir hier auf der Lok machen. Und tatsächlich ist das auch wirklich so, sobald der Zug anfängt zu rollen, bist du halt konzentriert. Das wird für dich aber normal. Ja, und natürlich ist man mal in Gedanken und denkt über dies und das nach, was die Frau gesagt hat, was der Mann gesagt hat, was die Kinder gesagt haben oder ein Kumpel oder sowas. Aber das bringt dich nie so weit raus, dass du nicht mehr darauf achtest, was vor dir los ist. Einfach weil du halt auch weißt, ne? Entweder hast du, was weiß ich, 1500 Tonnen Güter hinter dir oder in unserem Fall bis zu 800 Menschen. Da ist für sowas einfach kein Platz. Also das ist ja das, was ich auch immer sage, bei aller Ernsthaftigkeit bei diesem Job. Du bist da sehr ernsthaft und das lernst du halt in der Ausbildung, das geht in dich über und wird für dich normal. Ich musste da tatsächlich auch erstmal drüber nachdenken, als ich die Frage gelesen habe. Vielen Dank dafür. RR16V schreibt, hallo Tobi, gibt es eigentlich Abschnitte, die du lieber fährst, zum Beispiel Magdeburg-Potsdam oder Potsdam-Berlin oder Berlin-Frankfurt-Oder und Richtung Cottbus und so? Ich habe da auch versucht, lange drüber nachzudenken und mir was rauszusuchen, um mal was sagen zu können. Sagen wir es mal so, ich bin immer wieder gerne auf meiner Ausbildungsstrecke zwischen Wannsee und Jüterbock. Die gibt es ja jetzt leider nicht mehr zusammenhängend. Da bin ich immer wieder gerne unterwegs, weil ich da halt Eisenbahn gelernt habe. Aber ich fahre alles gern, das ist mir egal. Ich fahre auch einen Umleiter über Rostock-Stralsund und Eberswalde, keine Ahnung. Ich fahre es einfach alles gern, ich bin überall gerne. Es gibt Strecken, die ich noch sehen wollen würde zum Beispiel. Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil wir da sonst im Regelfall nicht fahren würden. Also ich würde gerne mal nach Hannover fahren zum Beispiel. Fragt mich nicht warum. Ansonsten, ich fahre überall gerne. Es gibt keine wirkliche Lieblingsstrecke. So, RB33.net, liebe Grüße, schreibt, wenn der Zug nicht in die Waschanlage konnte, da ging es um den Vlog von neulich, wo der nicht wollte und ich nicht waschen konnte, ob ich dann trotzdem irgendwo die Möglichkeit habe, die Frontscheiben reinigen zu lassen. Ja, wenn wir in die Innenreinigung fahren, also da, wo die Waggons von innen sauber gemacht werden und auf Hochglanz poliert werden, da stehen am Anfang und am Ende dieses Bahnsteiges schon ein Eimer und so ein langer Wischer. Und da kommt dann ein Kollege von den Jungs und Mädels aus Buckau und der macht dann halt die Scheiben vorne und hinten sauber. Warum machen wir das nicht selber? Ist auch ganz einfach gesagt, ich habe keine Zulassung für sogenanntes Arbeiten unter der Oberleitung. Das haben die, ich könnte das natürlich auch, aber das machen die Kollegen dort vor Ort. Ja, jetzt sind wir mittlerweile in
Güsen angekommen. Ich habe doch gedacht, wir sind in Güsen losgefahren. Na, dann sind wir halt woanders losgefahren. Jetzt sind wir in Güsen. Und soweit zu euren Fragen. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr noch welche habt, schreibt sie gerne wie immer in die Kommentare unter diesem Video. Und nachher zu Hause gucken wir uns dann noch eben die Sonderansagen an. So, also kurz eingeschoben. Mittlerweile bin ich zu Hause oder die Aufnahme habe ich zu Hause gemacht und hinterher eingeschoben. Das ist hier unser FIS-System, was ihr da seht. Links der Hörer vom Zugfunk. Und im FIS-System ging es ja um eine Frage und zwar die Sonderansagen. Und da haben wir insgesamt drei Seiten von, wie ihr sehen könnt, auf der rechten Seite. Und da sind halt solche Sachen dabei wie Spalt beachten. Das ist dann, bitte beachten Sie den Spalt zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Persönliche Gegenstände mitnehmen, nicht vergessen beim Aussteigen. Anschlussinfos gibt es auf den Fahrgastinformationsmonitoren. Wenn unser Catering mitfährt, auf der rechten Seite in der Mitte die Ansage, dass Catering an Bord ist und wo man es finden kann. Ja, und dann, wenn Fahrräder da sind und Fahrräder zu viel sind, dann die Hinweise halt für die Fahrradfahrer, dass sie auf die Mengen in den Radbereichen achten sollen und so weiter und so weiter und so weiter. Ganz wichtig auch die Ansage, dass Rollstuhlfahrer und Kinderwägen immer Vorrang haben. Also gibt es dafür fast jede Situation, gibt es vorgefertigte Sonderansagen. Also sogar, wenn man jetzt im Bahnsteig steht und der Fahrdienstleiter hat noch nicht grün gezogen, dann könnte man da auch sagen, aus welchen Gründen sich das verzögert, wenn man vorher beim Fahrdienstleiter den Grund angefragt hat. Ja, davon gibt es eine ganze Menge und so sieht das bei uns aus. Jo, mittlerweile sind wir in Potsdam gelandet. 31 ist Abfahrt, 26 waren wir schon da. Upsi. Es geht also auch pünktlich bei der ODEC. Ja. Nein, die meisten Zugfahrten sind das auch und oft kann man nichts dafür, aber System, bla bla, brauche ich nicht reden. Ich finde es trotzdem schön. Das ist der Zug. Ja, hallo. Und jetzt geht es noch weiter bis nach Berlin Hauptbahnhof. Und in Berlin Hauptbahnhof, da gebe ich den Zug dann wieder ab an den nächsten Kollegen und schere mich rüber auf die andere Seite und dann geht es zurück nach Potsdam wieder als Gastfahrer. So. Ist jetzt echt, also war eine absolut nicht schwierige Schicht. Man war trotzdem unterwegs. Ich meine, ich bin bis Magdeburg gekommen, also man kommt ordentlich rum und trotzdem war so kurz. Vollkommen in Ordnung. So kann das weitergehen. Ja, ansonsten voll. Also die Züge sind heute in den beiden Richtungen pappvoll. Das ist der Wahnsinn. Fahrräder ohne Ende wieder. Aber gut. Ich will nicht meckern, ich wollte nur erzählen, was los ist. Ja, falls noch was passiert, dann gibt es natürlich eine Zwischenmeldung. Ansonsten hören wir uns gleich in Berlin wieder. So ihr Lieben, mittlerweile habe ich es geschafft bis zum Potsdamer Hauptbahnhof. War nochmal aufregend, die Gastfahrt zurück Richtung Potsdam. Der Kollege Zugbegleiter musste mich dann zur Hilfe in die erste Klasse holen, weil es da wieder einen Fahrgast gab, der der Meinung war, er darf das auch umsonst fahren, beziehungsweise ohne halt den nötigen Übergang für die erste Klasse. Und das ist ja erstmal nicht so schlimm, dann kann man ja über alles reden, aber der fing halt nicht an zu reden, sondern gleich an zu krakeelen. Naja, da stellt man sich dann mal nebeneinander, dann sieht die Mauer etwas größer aus, dann hat er sich auch schnell wieder beruhigt, ich mich auch. Ja, und dann sind wir doch trotzdem noch schön und sicher hier angekommen. Jetzt eiter ich so langsam nach Hause, warte noch auf mein Frauchen, das holt mich jetzt nämlich heute hier ab. Eine Kleinigkeit habe ich für sie eingekauft, denn, ja, kann man ruhig sagen, heute ist unser Jahrestag. Den feiern wir jetzt gleich noch und dann habe ich erstmal frei und dann, ja, dann kommt ja die InnoTrans 2024. Ich werde am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag auf der InnoTrans sein. Vielleicht laufen wir uns dort über den Weg, wenn ihr auch da seid. Und wenn nicht, versuche ich euch auf jeden Fall ein paar schöne Bilder mitzubringen. Vielleicht auch das ein oder andere Interview mit Leuten, die ich treffe und denen man interessante Fragen stellen kann. We will see. Danke euch fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne noch in die Kommentare rein, was ihr für Fragen habt und was ihr noch so loswerden wollt. Und dann bis zum nächsten Vlog. Passt auf euch auf.